Und so spielen wir es also. Syndicate, ein Klassiker aus dem Jahr 1993, in einer dystopischen Cyberpunk-Welt angesiedelt. Natürlich ist es definitionsgemäß schon dystopisch, wenn es eine Cyberpunk-Welt ist. Ein Spiel, mit dem ich sicherlich groß geworden bin. Eines der ersten Spiele, das ich exzessiv gespielt habe, damals auf dem Amiga 500. Eine Art Taktik-Simulationsspiel, in dem man mit ein bis vier Agenten verschiedene Missionen gleichzeitig ausführen kann. Ziel ist nichts weniger als die Weltherrschaft. Das ist genau das, was wir versuchen zu erreichen. Und zwar ist es so, dass verschiedene Syndikate gegeneinander konkurrieren, um eben die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wir sind eins dieser Syndikate. Das Erste, was wir machen möchten, ist natürlich unser Logo anzupassen. Color and Logo. Hier ist das Bullfrog-Logo. Das ist die Firma, die das Spiel damals programmierte und entwickelte. Später aufgekauft von EA und dadurch dem Untergang geweiht. Denn Bullfrog ist nicht mehr. So, erstmal wollen wir schauen, welche Farbe wir hier nehmen. Ja, wir sind natürlich, ja, das sieht dieses Ocker hier, das ist nicht so schön bunt, das nehmen wir. Und, naja, für Magneto kämpfen wir ja nicht. Ja, sieht mir zu kommunistisch aus. Wir sind ein kapitalistisches Syndikat, das auch mit Schutzgeldern arbeitet. Das ist wundervoll, aber das möchten wir auch noch. Oh, die Rose, das, ja, komm hier, Katze. Na, was passt besser zu mir als die Katze? Nehmen wir die Katze. Okay. Company Name. Alles klar. Dann sind wir natürlich auch das Kitten Squad. Okay. Mein Name, Agent Jörnisch. Sehr schön. Akzeptieren. Laut mich und wir möchten anfangen. So, das ist der Beginn. Wir haben einmal die Weltkarte uns gehört, wie wir anhand dieser Farbe sehen, noch keine einzige Region. Wir sind also ein aufstrebendes Syndikat, das sich erst noch in das Spiel reinbringen möchte, was wir jetzt natürlich auch hiermit tun. Wir können am Anfang nur eine Mission auswählen, das ist Western Europe. Hier sehen wir die Population, die Taxes, also die Steuern, die können wir dann später erhöhen, sobald wir diese Region eingenommen haben, was natürlich auch kein Problem für unser großartiges Syndikat sein sollte. Ja, nehmen wir die Mission. Wie wir sehen, wenn ich hier auf die verschiedenen weiteren Regionen gehe, kann ich mich nicht briefen, also bleibt uns nichts weiter übrig, als Westeuropa in Angriff zu nehmen. Hier haben wir erstmal ein Mission Briefing. Jetzt gucke ich gerade einmal, hier ist unser Budget und wir können noch weitere Infos einholen für diesen Preis und wir können auch die Radarkarte etwas erweitern für 100 Mücken. Wahrscheinlich haben wir hier die gute alte Währung Credits wie in jedem Videospiel. Ja, gucken wir mal. Wir holen mal noch ein paar Infos ein, nur um es zu zeigen. Es gibt immer weitere Infos, die wir dann holen können. Ich glaube, für die erste Mission ist es nicht nötig, dass wir hier die Radarkarte noch erweitern. Hier sehen wir erstmal direkt, worum geht es? Assassination. Das ist unsere erste Mission. Wir möchten jemanden liquidieren. Und zwar im Söldnercamp. So, Intelligence Reports have indicated that an Army Colonel is stealing resources from your weapon division and using them to equip his mercenaries. Das wollen wir natürlich verhindern. His base has been set up just outside one of our cities and the populace have reported disturbances caused by his troops. Auch das wollen wir natürlich verhindern, obwohl wir ja noch gar kein Territorium haben. Ja, your squad will be deployed near the entrance to the camp. Their objective is to eliminate the Colonel. Sollte jetzt nicht so schwierig sein. Und diese weiteren Updates hier, das sind jetzt die Infos, die ich. Oh, wir hören die. Das Kitten Squad läuft im Hintergrund herum.
So, wir haben zum Beispiel hier das Defense Update. Surveillance reports show that the camp is guarded by about 5 militia armed with both shotguns and pistols. Also da wissen wir schon, worauf wir uns einlassen. Target update, the colonel is believed to stay in the northern most building of the camp. If he becomes aware of your presence, he may decide to withdraw. He must not be allowed to escape. Also wissen wir, dass es sein kann, dass jemand gesteckt hat, dass wir ihn umbringen wollen. So, Tactics, hier ist einmal ein Tipp, wie wir dann eventuell vorgehen könnten. Das ist auch eine der Infos, die wir gekauft haben. A single agent could infiltrate the camp. Das ist übrigens genau das, was ich auch tun werde. And assassinate the target quite easily. It is important to note that whilst the shotgun is devastating as a close-in weapon, it is seriously outranged by the pistol. Okay, das sind jetzt erstmal die Informationen, die ich habe. Hier haben wir unsere Agenten. Ich glaube, wir haben noch, ja, wir haben insgesamt 8 Agenten. Wir können immer bis zu 4 in die Mission schicken. Ich werde aber tatsächlich jetzt auch nur diese Agentin hier benutzen. Agent Bush. So, können wir eigentlich schon, was ich jetzt als allererstes noch machen werde, ist eine Forschung. Ich kann verschiedene Dinge erforschen. So, bessere Kybernetik. Hier verschiedene Waffen. Ja, wir möchten aber erstmal automatische Waffen erforschen. So, ich glaube, ich kann es hier auch nicht erhöhen. Research. Doch, ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel für das Budget, was wir haben. Wir bleiben mal bei 2800. So, das akzeptiere ich jetzt. Und ich werde der Agentin auch nichts weiter als diese Pistole mitgeben. Ab dafür. So, ich kann übrigens den Agenten auch noch unter Drogen setzen. Adrenalin, Wahrnehmung und Intelligenz. Durch das Adrenalin läuft er schneller. Die Wahrnehmung lässt ihn natürlich besser schießen und durch die Intelligenz kann er auch eventuell selber das Feuer auf jemanden öffnen. Hier an der Karte sehe ich, wo ich mich hinbewegen muss. Oh, da sind schon mal verschiedene Gegner da. So! Das war die erste Mission. Die Pistole werfen wir weg. Die Tatwaffe wird gefunden. Und der Gegner ist eliminiert. So, nächste Mission. Wir können Skandinavien wählen. Im Moment auch die einzige. Wir haben noch keine Möglichkeit, Zentraleuropa einzunehmen. Okay. Dann möchten wir natürlich erstmal hier hingehen. The Milk Run. Personal Acquisition. Ich muss jetzt also eine Person in meine Gewalt bekommen. Ich darf sie nicht umbringen. Oh, was will ich denn erstmal machen kann? Einmal die Steuern erhöhen. Wir wollen jetzt erstmal viel einnehmen. Was passieren kann, wenn die Steuern zu hoch sind, ist, dass die Bevölkerung irgendwann einmal revoltiert. Das resultiert dann darin, dass ich die Mission nochmal neu machen muss. Aber im Moment ist es uns egal, denn erstmal möchte ich nur die Einnahmen haben. Und es ist mir egal, wie sehr ich die Bevölkerung schröpfe. Gut, zurück zur Mission. Infos haben wir schon eingeholt. Personal Acquisition. 2 notable scientists are both staying in a small hamlet close to one of our research complexes. They would obviously be a great help to our... Was? R&O boys? Okay. Your squad has instruction to persuade both the scientists to join our roundtable organization. Ja. Das wollen wir natürlich machen. City Update. There's a sewer system that runs from the research complex. Okay. Defense, das interessiert uns jetzt natürlich. Ja, sehr kleine Polizeipräsenz. Das dürfte also kein größeres Problem für uns sein.
Small arms are all that are really necessary for this mission. Do not use shotguns for dealing with the bodyguards or anyone who happens to be close to the target, was logisch ist, da wir die Leute auf unsere Seite bringen wollen. Jetzt nehme ich einfach mal alle vier Personen rein. Ich kann übrigens, wenn ich dieses Icon aktiviere, dann kaufe ich alle für alle Personen die gleiche Waffe. Gut, aber du bekommst erstmal den Überreder kaufen. Dann kriegt jetzt jeder erstmal vier Pistolen. Haben sie alle? Oh. Ach ja, ihr habt ja die Pistolen noch, die zu einem Standard gehören. So, hier ist unser Team. Ich aktiviere jetzt einfach mal alle. Da wird keine Aufmerksamkeit erregen wollen, behalten wir die Waffen noch in unseren Mänteln. So, ich habe das Adrenalin jetzt mal erhöht, weil dadurch laufen die Agenten schneller. Also durch diese Drogen. Ich folge jetzt den Wellen, die ich auf dem Radar sehe. Dort befinden sich meine Ziele. Vielleicht schaffe ich es ja komplett ohne Waffengebrauch. So, und bitte weiter. Good day, Sir. Oh, guck mal, da ist die Polizei. Ah, jetzt wollen wir mal schauen. Oh, fuck. Die wollen uns tatsächlich jetzt schon ans Leder. Die haben uns erkannt. Aber dann werden wir einfach direkt alle Drogen erhöhen und auch das Feuer eröffnen. So, die haben wir erledigt. Den letzten auch noch. Was haben die denn für Waffen dabei? Eine Shotgun, das ist sehr gut, weil dann forschen wir automatisch danach. Ach, ich glaube, die Shotgun hatte ich sowieso schon in meinem Repertoire. Aber die Uzi. Die nehmen wir jetzt mal mit. Und was hat der gute Herr? Deine Pistole, die wollen wir nicht. Okay. Jetzt nehmen wir erstmal diese Drohne wieder. Weiter nach unten ziehen, damit wir nicht zu sehr beansprucht sind. Ja, jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil jetzt muss man hier in dem Gebäude, was man einfach nicht sehen kann, agieren. Jetzt die Person überreden. So, dieses Geräusch bedeutet, dass ich es geschafft habe. Aber hier sehen wir noch, dass jemand hinter uns her war. Da hatten wir aber Glück. Und jetzt bewegen wir uns auf das andere Ziel zu. Ich kann übrigens hier jeden zufälligen Passanten auch mit auf... Nein. Auch überreden. So, das war die Mission schon. Jetzt müssen wir nur noch evakuieren. Mit den beiden Zielen natürlich. Die müssen jetzt schön hinter uns bleiben, die Wissenschaftler. Wenn es jetzt noch irgendjemand in den Weg kommt, dann wird er eliminiert. Und wir wollen hoffen, dass dies passiert. Aber ich sehe nur normale Passanten. Da ist jemand. Und du wirst erledigt. Police, put down your weapons. Das hat nicht funktioniert. Ach komm, die Pistole. Ach, die Pistole brauchen wir nicht. Die ist eh umsonst. Ach ja, jetzt sind sie zu beansprucht von den Drogen. Ah nein, ich kann es doch noch benutzen und sie gehen jetzt auch wieder schneller. Wenn ich meine Agenten kybernetisch aufrüste, dann vertragen die Drogen auch besser und ich kann länger das Adrenalin wahrnehmen und Intelligenz erhöhen. So. Und hier sehen wir die Evakuierungszone. Jetzt muss ich nur noch meine Agenten und die beiden Wissenschaftler hineinbekommen und die Mission ist erfolgreich. Und wir sind der Weltherrschaft einen Schritt näher. Ruhen.
bis Europa komplett uns gehört. Auch hier, very happy. Das wollen wir natürlich jetzt erstmal unterbinden, indem wir auch die Steuern ins Unermessliche nach oben treiben werden. Und wie sieht's denn hier aus? Wir sind von very happy auf happy runter. Aber gut. Das schauen wir uns noch etwas an, bis wir die Steuern wieder senken. Combat Sweep. A small town is holding out against all our advertising campaigns, thanks to enemy syndicate influence. This is having a detrimental effect on our profits. And so we have decided to step up in the campaign. Ja, wir lassen uns hier nichts gefallen von gegnerischen Syndikaten. City update. The town is very small and the main entrance is only accessible by vehicle. The transport division has provided a ground car for this mission. Okay, das müssen wir also auch wieder zurückbringen. Defense update. There's little or no police influence. Okay. So, wir können die Uzi kaufen. Aber erstmal müssen wir natürlich unsere Research wieder nach oben packen. Wir werden jetzt einmal Assault nehmen. Oh, das ist sehr teuer. Wir machen es mal so. Das sollte eigentlich funktionieren. So, wir kaufen jetzt mal für jeden zwei Uzis. Erstmal schauen, wie teuer die sind. Ja, das können wir uns locker leisten. Ja, der hat sogar drei Uzis jetzt. Das ist ja schön. Er hat auch noch eine Shotgun dabei. Ach, was soll der Geiz? Wir kaufen noch eine Uzi. Ja, mit diesen Maschinenpistolen sollten wir den Dingen gewappnet sein, die da auf uns zukommen. So, dann betreten wir einmal diese kleine Stadt. Wir können uns hier mal einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, groß ist das Ganze wirklich nicht. Hier ist übrigens noch ein Ersatzfahrzeug. So, wir müssen gegnerische Agenten eliminieren. So soll es sein. Gut, wir sind in einem Fahrzeug und jetzt fahren wir einfach mal direkt in die Stadt hinein. Wir steigen einfach direkt aus, wir wollen das Auto nicht beschädigen. Oh, wir werden einfach jetzt mal ein paar Personen überzeugen. Ich versuche jetzt nämlich mal die Agenten auf unsere Seite zu bringen. Wenn wir diese Musik hören, dann wissen wir, die Agenten sind nicht fern. Da, ich sehe ihn auf der Karte. So, jetzt schießen wir mit der Uzi. Zwei unserer Agenten sind getroffen. So, den Agenten haben wir erledigt. Alle Leute, die wir überredet haben, sind leider dahingeschieden. Der hat einen Shotgun, die nehmen wir auch. Er benutzt einmal sein Medkit, genauso auch wie du. Da sehen wir es, der Agent hat keine Chance gegen uns anzukommen. Und auch hier bedienen wir uns an seiner Waffe. Oh, wir sehen gerade, das sind die Leute, die ich mit dem Überzeugungsstrahl überredet habe. Die greifen sich dann auch Waffen, die am Boden liegen. Ja. Oh, da kommen wieder Agenten. Ich werde aber meine
Drogen nochmal eben auf dem umgekehrten Weg lassen. Ich sehe nämlich auf der Karte noch niemanden, der sich mir nähert. Da sehen wir den Agenten als roten Punkt auf der Karte. Wir versuchen uns jetzt mal zu nähern. Da ist er. Ah, da habe ich zu spät reagiert, aber ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich nochmal den Polizisten hier erschossen. Ja, der nächste Polizist ist tot und auch dieser Polizist. Die sind alle nur mit Pistolen bewaffnet. Das ist natürlich keine Herausforderung für unsere bis an die Zähne bewaffneten Agenten. Da kommt der Agent. Ja? Ich kann ihn nicht sehen, außer auf dem Radar. Aber ein episches Feuergefecht. Na komm. Ach, wie viel überlebt er denn? Also langsam reicht es aber. So, sehr schön. Das war der letzte Agent. Können wir die Waffe noch irgendwie nehmen? Nein? Okay. Jetzt überreden wir einfach noch ein paar. Ach ja, die hauen ab, weil wir die Waffen haben. So, das nehmen wir mal ab. Jetzt dürften sie auch keine Angst mehr vor uns haben. Dieser Polizist hat auch nichts bemerkt. Kann ich den überreden? Nein. Hier ist unser Fahrzeug. Ich will. Meine Agenten sind zu schlapp. Gut, wir steigen ein und evakuieren. Diese Mission ist erfolgreich. Und alle Leute, die ich überredet habe, die jetzt hier mit mir mitlaufen, steigen mit in das Fahrzeug ein. Jetzt hoffe ich mal. Manchmal stellen die sich mit dem Autofahren nämlich ziemlich blöd an. Aber es funktioniert. Oh! Ja. Das sind die rücksichtslosen Agenten. Hätte sie mal auf eine Ampel gewartet.